Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu den Top 5 Rogue Decks oder Tier 2 Decks des aktuellen Monats November. Und ja, in diesem Monat verändert sich auf jeden Fall mal wieder einiges. Wir bekommen einige neue Decks bei uns in den Top-Meta-Decks dazu. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Entwicklung und nicht mehr so eintönig. Natürlich sind die alten Decks immer noch da, aber wir bekommen viele neue Karten dazu, gerade im Phantom Rage, was morgen erscheint. Da verändert sich nochmal einiges und der gute Zeus, der ist ja nicht ohne Grund hier eingeblendet, der wird unser Format nochmal ein Stück weit mehr prägen und ansonsten könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Bewertungen, die ich hier auf Liste findet und im Video könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, das freut mich und das hilft natürlich auch dem Video und ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Fangen wir an mit der Nummer 5. Zumindest muss ich sagen, war das eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Das hätte hier genauso gut auch Skystracker sein können. Und ich muss sagen, viel gibt sich das Ganze natürlich nicht. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Orkust oder Skystracker besser seht. Aber ich finde, Orkust ist natürlich durch den indirekten Support, der jetzt kommt, doch nochmal ein bisschen besser. Und das Deck kann auch mit den neuen Phantom Knight Support sehr, sehr gut arbeiten. Deswegen natürlich mit Rusty nach wie vor, der immer noch eine sehr, sehr gute Karte ist. Wobei ich mir noch nicht so sicher bin, ist, ob Orkust auch mit dem neuen Dark Rebellion spielt und den neuen Rank Up. Ich finde, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich das etablieren wird. Aber wo wir uns sicher sein könnt, The Phantom Knights of Thornscale, das wird dem Deck auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schwung geben und einen ordentlichen Schub geben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Supportkarte für dieses Deck, keine Frage. Und ansonsten ist bei dem Deck ja fast alles vorhanden, außer Harporer. Natürlich schade für das Deck, aber ich glaube, diese Karte hebt das Deck schon nochmal auf ein anderes Niveau. Aber ich glaube nicht, dass es ein besseres Deck sein wird als ein Tier 2 Deck und das nur nicht mal eins der krassen Tier 2 Decks, wie ich sehe oder wie ich finde vor allem, aber wie gesagt, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber es gibt auch noch ganz nette Kombos mit den guten Carboneddon, habe ich jetzt auch schon im Internet gesehen, das muss man auch nochmal schauen, das finde ich wirklich sehr interessant, das zusätzlich noch mit dem Vanilla Monster, da kommt man besser an die Kombos rein, aber da könnt ihr euch selber nochmal ein bisschen schlau machen, sind auf jeden Fall einige coole Kombos möglich und Orkust, ja, sollte man auf jeden Fall wieder mehr auf den Schirm haben und deswegen meine Nummer 5 für diesen Monat auf jeden Fall Orkust. Kommen wir zu Platz Nummer 4 und das ist das gute Dry Brigade Deck und da muss ich erstmal sagen, natürlich ist Dry Brigade auf jeden Fall ein ziemlich cooles Deck mit sehr coolen Artworks, was auch wahrscheinlich eine sehr große Fanbase haben wird, aber man muss sagen, dieses Deck ist meiner Meinung nach absolut overhyped. Es ist nicht schlecht, keine Frage, es hat hier sehr, sehr gute Link-Monster, zum Beispiel die Ferret, das Link-4-Monster ist aber auch richtig, richtig stark, keine Frage, aber man wird es auch in anderen Decks gesplashed sehen, zum Beispiel in Zoodiac, aber da muss man echt sagen, es gibt einfach Karten aus diesem Dry Brigade-Thema, die einen immer wieder in Link-Monster locken und das widerspricht dann so ein bisschen den anderen Strategien der anderen Decks, mit denen man das kombinieren könnte. Ist auf jeden Fall trotzdem kein schlechtes Deck, deswegen ja hier auch zu Recht aufgelistet in den Rogue-Decks, aber wir schauen einfach mal zum Beispiel die Airborne Assault. Die alleine ist eine richtig, richtig gute Karte. Die ist einfach mega krank, wenn da nicht der Faktor wäre, dass man für den Rest des Spielzuges nur noch Link-Monster beschwören darf. Und das alleine macht die Karte halt schon wieder so viel schlechter und natürlich auch nicht ganz so generisch. Es ist eigentlich auch gut, dass die so geschrieben wäre. Ansonsten wäre das Deck wahrscheinlich komplett busted zusammen mit Zoodiac. Aber so verhindert man einfach, dass Zoodiac nicht so perfekt mit Dry Brigade zusammenspielt. Natürlich ist das eine gute Variante, keine Frage, aber Dry Brigade in der puren Variante sehe ich da tatsächlich aktuell sogar besser und Zoodiek hingegen genauso, aber dazu kommen wir dann nochmal in einem anderen Video, weil Zoodiek wird auf dieser Liste ja nicht vertreten sein. Natürlich hat Dry Brigade sehr, sehr gute Einzelmonster und es hat natürlich auch die Fähigkeiten, einfach Monster zu banishen vom Friedhof und damit dann Linkbeschwörung durchzuführen. Das ist an sich schon mal eine sehr coole Mechanik und ich bin mir auch sicher, dass wir in der Zukunft das gute Deck hier einfach noch deutlich höher gerankt sehen werden, weil der komplette Support von diesem Deck ist halt auch nicht draußen. Da fehlen auch noch ein paar Karten, die wir noch bekommen werden. Das heißt, dieses Deck wird auf jeden Fall noch besser und da muss auf jeden Fall auch erstmal die perfekte Liste gefunden werden, aber das dauert noch einige Zeit, denke ich mir. Und ansonsten natürlich gibt es nette Supportkarten für dieses Deck. Tanky ist natürlich eine perfekte Karte, damit kann man ungeheuer Kriegermonster suchen. Und natürlich hat dieses Deck einige davon, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Thema werden, da bin ich mir sicher, aber wie gut, weiß ich nicht. Ich denke, es wird eher ein Rogue-Deck werden, aber natürlich gibt es auch Supportkarten, die jetzt neu dazu kommen. Der gute Alpha, The Master of Beasts, ist natürlich auch in diesem Deck sehr, sehr gut und könnte dem Deck helfen, als Boardbreaker da zu agieren. Da muss man natürlich schauen, dass man sich davor nicht irgendwie lockt, bevor man den specialt, aber meistens fängt man ja eben mit ihnen an. Aber wie auch immer, mehr möchte ich erstmal zu Dry Brigade nicht sagen, da seht ihr auf jeden Fall mal gefragt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter zu Nummer 3. Wir zu Platz Nummer 3 und zwar zu einem alten und bekannten Deck, den guten Adamancipatern. Und keine Sorge, das ist nicht die Combo-Variante, die ich hier vorstellen möchte, sondern tatsächlich eine Control-Variante, die sich in den letzten Wochen immer mehr durchgesetzt hat und auch ja, immer mehr publik wurde. Und die Deck-Variante fände ich echt gut, muss ich sagen. Natürlich
Combo ist schon so ein Stück weit noch dabei, aber es gibt natürlich die drei großen Stützen in diesem Deck. Das ist Researcher, das ist Seeker und das ist Analyzer. Das sind allein die drei Karten, die es uns ermöglichen, das Deck überhaupt in irgendeiner Form konstant zu spielen. Natürlich ist hier der Prüfer eben für Ghost Second auch nochmal ein ganz anderer, wichtigerer Faktor, was man auch nicht außer Acht lassen darf, weil die Karte kann man dann einfach auch for free special. Das heißt, wenn man Ghost Second geht, auch gar nicht so schlecht. Dann, warum ist dieses Deck so gut? Naja, es wird tatsächlich Steinbefreier Entlastung gespielt. Eine Karte, die lange eigentlich gar keiner wirklich auf dem Schirm hatte und die auch gar nicht gespielt wurde. Und hier ist es die Strategie tatsächlich, möglichst viele Karten des Gegners im Spielzug des Gegners halt zu schießen. Da gibt es auch noch diverse Synchro-Monster, die uns dabei helfen. Und da kann man zum Beispiel im gegnerischen Spielzug eine Needlefiber austaggen oder dann einen Formel-Synchron holen und damit dann nochmal eine Synchro durchführen und vom Gegner noch was schießen. Da gibt es auf jeden Fall einige coole Synchro-Monster, die uns dabei helfen. Da könnt ihr euch mal auf die Suche machen. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall drauf kommen, welche Synchro-Monster uns da nochmal supporten. Auf jeden Fall dahingehend schon mal eine sehr, sehr gute Karte. Aber man muss natürlich sagen, es gibt eine Karte, die hier suchen kann, wenn man sie eben trifft. Und zwar ist das der gute Steinbefreier Lövonit. Der deckt nämlich die obersten 5 Karten von unserem Deck auf und dann dürfen wir uns eine Adamancipator-Karte von diesen Top 5 Karten, die wir da eben aufgedeckt haben, zurück auf die Hand nehmen. Und ja, das könnte unter anderem eben die Entlastung sein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Karte hier eben deutlich leichter zu bekommen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch Trap Trick. Aber ich weiß nicht, ob man das dann auch noch spielen möchte. Aber kann man natürlich machen, sind Optionen. Und Lövonit an sich ist halt auch gar nicht so schlecht, weil er hat einen ganz coolen Quick-Effekt, der aber nicht ganz so oft zu Trage kommt. Das muss man fairerweise auch sagen. Und eine Karte, die wir tatsächlich hier auch noch nie gesehen haben in diesem Deck, ist Steinbefreier Freunde. Die wird jetzt auch langsam ein bisschen beliebter, weil in dieser Variante, da kann man sich auch gerne mal auf Rock locken, dann ist das gar nicht so schlimm tatsächlich. Also könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man die Steinbefreuer-Freunde hier drinnen mal spielen möchte. Ich muss sagen, ich finde dieses Deck auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und ich denke, wir werden mit Adamancipator sowieso noch einige Decks so erleben. Das wird sich immer wieder verändern und ich glaube, wir haben auch noch nicht die perfekte und beste Variante gefunden ohne Blockdrache. Da wird auf jeden Fall noch was passieren und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu Nummer 2. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und auch zu einem Deck, über was ich diese Woche schon mal gesprochen habe und beziehungsweise eine Deckliste vorgestellt habe. Und zwar Buster, Blader, Numeron, Dogmatica, Eldritch sind alles Möglichkeiten, wie man dieses Deck spielen kann. Da kann man seiner Kreativität quasi freien Lauf lassen, aber eine der wichtigsten Karten hier drin ist der Buster, Welpe, der Zerstörungsschwertkämpfer, weil der sucht uns eben die Keykarte und zwar ist das der gute Prolog. Prolog, ich glaube, ich habe das neulich auch schon mal erklärt, ermöglicht es uns einfach, zwei Karten in den Friedhof zu legen. Und zwar ist das zum einen einfach die Zerstörungsschwert-Erinnerung und einfach ein Bastardblader. Und wenn wir dann noch ein Drachenmonster im Friedhof haben, was ja zum Beispiel der Welpe ist, oder wenn man irgendwie mit Dogmatica sich eben seinen Fusionsdrachen reinlegt, dann hat man in den meisten Fällen irgendwie schon einen Drachen im Grave. Und dann kann man eben einfach ganz einfach im gegnerischen Spielzug damit zwei Monster aufs Feld befördern. Und zwar ist das zum einen der Bastarddrache, der sagt, dass alle Monster des Gegners einfach vom Typ Drache werden. Und eben den Bastard-Klingenkämpfer, der Drachenzerstörer-Schwertkämpfer. Komischer Name, sehr langer Name. Und der oder die beiden Karten ermöglichen es, den Gegner einfach dann komplett zu locken, weil alle Monster halt vom Gegner dann Drachenmonster sind. Und er sagt, Drachenmonster, die der Gegner kontrolliert, können ihre Effekte nicht mehr aktivieren. Und zusätzlich bekommt er auch noch Push. 1000 pro Drache, den der Gegner kontrolliert und in seinem Friedhof hat. Das heißt, hiermit kann man danach auch schnell mal OTK'en. Man muss natürlich dazu sagen, der Gute darf nicht direkt angreifen. Das wäre auch noch ein bisschen krasser. Aber auf jeden Fall, dieses Deck hat auch richtig, richtig gute Ergebnisse erzielt. Und ja, man darf es nicht unterschätzen. Man sollte es erwarten. Keine Frage, Bastardblader auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Sache hier drin. Und wie gesagt, eben schon mal angesprochen, das wird zusammengespielt mit Dogmatica. Ich finde, mit Dogmatica harmoniert es mit am besten, weil dieses Deck kann, oder die, was sagen wir mal, dieses Deck, diese Engine kann eben auch alleine wirklich sehr, sehr gut spielen. Das heißt, wenn wir nicht unbedingt mit der Bastardblader Engine starten, kann Dogmatica bekannterweise auch sehr, sehr gut selber Boards aufbauen. Und ganz schlecht ist das natürlich nicht. Andere Option, Eldritch haben wir jetzt auch schon die letzten Tage gesehen. Man kann natürlich auch einfach alles kombinieren, einen riesen Haufen zusammenschmeißen. Funktioniert auch. Tatsächlich kann man hier quasi eine riesen Toolbox mit basteln. Und was natürlich auch nochmal zu sagen ist, die meisten Listen, die spielen tatsächlich das auch nochmal auf eine, ja, Red Eyes Dark Dragoon Variante, weil wenn man die Fusion durchbekommt, dann hat man eben mit dem guten Standard und normalen Vanilla Red Eyes auch schon einen Drache im Grave. Das harmoniert natürlich irgendwo auch. Und Dragoon ist sowieso ein sehr gutes Bossmonster, deswegen ja, passt halt perfekt und deswegen Bastardblader auf dieser Liste meine ganz klare Nummer 2. Und jetzt kommen wir zu einem Newcomer und der ist Nummer 1 und der kratzt vielleicht sogar schon bei den Tier 1 Decks.
Kommen wir zu Platz Nummer 1, zu einem neuen, alten, beziehungsweise ja, irgendwo schon einem neuen Deck, weil durch Prankits Meow Meow wird dieses Deck endlich vervollständigt und auf natürlich ein ganz anderes Level nochmal angehoben. Dennoch muss man sagen, hat dieses Deck so seine Probleme mit Handtraps. Natürlich können die Prankits Monster alle so ein bisschen floaten, aber ja, bevor wir darauf eingehen, erstmal, was gibt es denn generell alles so an Prankits Monstern? Natürlich, wir brauchen nur einen unserer Start und da gibt es natürlich zum einen die guten Luftis, Flammis, Dropfis und Steinis. Ja, die Namen sind an dieser Stelle mal so dahingestellt, was man davon halten kann. Ich finde es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Aber die floaten, wie gesagt, alle, wenn sie auf den Friedhof gehen. Das ist irgendwo schon mal ganz gut. Aber tatsächlich, muss ich sagen, kann auch mal eine gut geworfene Ash auf sowas einfach deutlich, deutlich wehtun. Und da kann der Spielzug auch schon mal vorbei sein. Also ich habe online schon ein bisschen dagegen getestet. Und da muss ich sagen, Nibiru ist natürlich auch hier ein ganz, ganz krasser Faktor. Dieses Deck verliert unfassbar krass gegen Nibiru. Ich meine, neulich habt ihr schon mal in die Kommentare geschrieben, dass dieses Deck gar nicht so Nibiru anfällig ist. Und da muss ich sagen, ist es eben doch. Es ist komplett Nibiru anfällig. Jedes Spiel, wo Nibiru geworfen wurde gegen Prankits, hat der Prankits-Spieler verloren. Kann ich euch einfach mal so sagen, so wie es ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Kombos gibt, die das Ganze erleichtern. Naja, soweit erstmal zu den negativeren Sachen. Kommen wir zu den positiven Aspekten. Das Deck hat Streichbuben, Kampfkobold. Das ist einfach, ja, ein generisches, ja, Raigeki im gegnerischen Spielzug. Das ist natürlich ultra strong, keine Frage. Das sind so die Sachen, wo ich sage, da ist Prankits richtig, richtig gut. Also im gegnerischen Spielzug, da ist mit diesem Deck nicht gut Kirschen essen, weil da hat man wirklich nicht viel Spaß dran. Dann gibt es natürlich noch das Pendant dazu, das ist das Link-Monster. Und das ist einfach ein Harpier-Flederwisch im gegnerischen Spielzug auch wieder. Das heißt, man wird einfach generell, man kann fast nie ein Board gegen dieses Deck aufbauen. Egal, ob es ein Control-Deck ist oder ob es ein Deck ist, was viele Kombos benötigt. Man hat da eigentlich immer etwas, womit man dagegen arbeiten kann. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und naja, die Namen mit Reisrohr, Röster sind auf jeden Fall auch hier sehr, sehr lustig. Dann auf jeden Fall Streichbuben zu Hause, muss man auch noch mal erwähnen. Ist eine Karte, die uns einfach gefühlt alle Prankits-Monster aus dem Deck sucht. Auf jeden Fall sehr, sehr gut und preislich auch schon deutlich, deutlich angestiegen. Und ja, ich glaube, mehr bleibt zu Prankits nicht zu sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr Prankits einschätzt. Es könnte natürlich auch sein, dass Prankits vielleicht noch den Sprung in die Top 5 Decks schaffen könnte oder vielleicht sogar in den Tier 1 Bereich. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber aufgrund der Anfälligkeit weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber natürlich wird dieses Deck auf jeden Fall auch Turniere gewinnen, weil Tier 2 Decks sind natürlich keine schlechten Decks. Und ja, ansonsten würde ich sagen, soll es das soweit mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.